Eine eigene Modemarke zu haben, ist cool, macht Spaß und ist sicherlich der Traum vieler da draußen. Meine eigene Modemarke gründen will. Vor 6 Monaten dazu entschieden, die Modemarke mit meinem Kollegen zu gründen. Aber du weißt nicht, worauf du dich da einlässt. Monatelange harte Arbeit, tausende Euros Verlust, Retouren, die dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Mangelnde Qualität und der Hass der eigenen Community. Darum solltest du keine Modemarke gründen. Und bleib bis zum Ende dran, denn vielleicht schlage ich dir ja noch eine Alternative vor, wie du trotzdem mit Mode Geld verdienen kannst, mit einem Minimum an Risiko. Kleidung von Streetwear-Brands kauft man nur aus einem einzigen Grund. What was the reason? What was the reason? I just explained the reason. What was the reason? Nämlich um cooler zu sein als andere Leute, weil man die Trends früher erkennt und Kleidung von 9 Brands trägt, vielleicht deiner in Zukunft. Nö. Was? Die noch kein anderer kennt und noch kein anderer trägt. Es gibt eine kleine Überraschung für alle Wiener. Denn du wirst niemals bessere Qualität als L'Europiana haben. Du wirst niemals günstiger als Zara sein. Du wirst niemals ausgefallenere Stoffe, Schnitte und Waschungen als Agnes Studios haben. Was dir also für den Anfang wirklich nur bleibt, ist Hype und eine Pseudo-Exklusivität bei deiner Marke. Und auch das wird Tag für Tag schwieriger, denn heutzutage starten mehr Jugendliche mit einer eigenen Brand, als Leute in 2016 mit Dropshipping gestartet haben. Porsche Panamera, der Hammer! Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Jetzt brechen wir einfach mal runter, was es alles so braucht, um eine Modemarke überhaupt zu launchen und warum du es nicht machen solltest. Nummer 1. Social Media Präsenz in der Modenische aufbauen. Bevor du überhaupt darüber nachdenkst, eine eigene Brand zu starten im Modebereich, würde ich dir erst einmal raten, eine Social Media Präsenz in eben genau dieser Nische aufzubauen. Dann hast du nämlich nicht nur eine Community, die dir schnelles Feedback zu deinen Designs, zu deinen Ideen, zu deinen Schnittmustern gibt. That shit is fucking trash, dog. Get the fuck off the airwaves. Sondern auch tausende potenzielle Kunden, die deine Produkte in Zukunft vielleicht kaufen werden, bevor du mit dem Business überhaupt angefangen hast. Und das ist ja wohl viel besser als andersrum. Erst das Business zu haben und dann zu gucken, wem ich das verkaufen kann. Außerdem lernst du während diesem gesamten Prozess, wo du tagtäglich Social Media bei Beiträge erstellst und hochlädst, wie die auszusehen haben, damit du die maximale Aufmerksamkeit bekommst, damit du das maximale Feedback bekommst, damit du maximal kontrovers bist oder maximale Kommentare bekommst. Dafür brauchst du auch Erfahrung und allein Social Media zu machen ist schon ein Vollzeitjob. Ich weiß, du willst es nicht glauben, du denkst, es ist alles easy nebenbei, aber allein das ist schon ein Vollzeitjob. Nummer 2. Brand Identity. Bevor du jetzt überhaupt damit anfängst, dir die Pieces und die Designs zu überlegen, musst du erstmal an der Brand Identity arbeiten. Wofür will deine Marke überhaupt stehen? Was soll sie verkörpern und für wen ist sie eigentlich? Und überhaste diesen Schritt nicht. Das ist einer der allerwichtigsten Schritte in dem gesamten Prozess, eine Modemarke aufzubauen. Und wenn du das hier falsch startest, dann kannst du später wieder ganz bei Null beginnen. Deswegen nimm dir die Zeit, und das wird eine Weile brauchen, bis du rausgefunden hast, was für eine Brand du überhaupt machen möchtest. Denn Hugo Boss ist anders aufgebaut als Peso und Peso ist anders aufgebaut als Chrome Hearts. Jeder hat seine eigene Brand Identity. Nummer 3. Das Branding. Sobald du jetzt weißt, wer die Zielgruppe ist, was die Brand verkörpern soll und welcher Vibe dort entstehen soll, beginnst du damit, dir einen Namen für die Brand zu überlegen, der möglichst simpel ist, der möglichst einprägsam ist, den man sich gut merken kann, der möglichst einfach geschrieben ist, damit man Rechtschreibfehler vermeidet und die Leute deine Domain auch tatsächlich finden und der vor allem, und das ist ganz wichtig und das machen viele Leute überhaupt gar nicht, das habe ich bei einer Brand in der Vergangenheit auch nicht gemacht und das hat mich sehr viel Geld gekostet. Ist die Brand, der Name, den du dir überlegst, markenrechtlich geschützt? Und wenn ja, dann verwerf die Idee und überleg dir einen neuen Namen.
Aber wie prüfst du das Ganze? Du gehst auf die Webseite TM View. Da kannst du einfach mal nach dem Namen, den du dir überlegt hast, suchen und schauen, gibt es bereits andere Brands, die diesen oder einen sehr ähnlichen Namen, der sich zumindest gleich anhört, verwenden. Wenn nicht, dann bist du mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Wenn ja, dann gibt es dort noch die Unterscheidung, in welcher Nizza-Klasse die unterwegs sind. Da stehen Zahlen, dann kannst du die Nizza-Klasse, dann diese Zahl googeln und gucken, wofür diese Nizza-Klasse steht. Denn Nike hat auch nicht alle Sachen weltweit mit Nike geschützt. Ich denke, man kann Flugzeuge unter dem Namen Nike machen. Vielleicht ist die Brand so groß, dass das da nicht mehr geht aus irgendwelchen anderen Gründen. So. Aber man schützt eine Marke immer nur in einem gewissen Bereich. Das heißt, wenn du jetzt Hallo Pizza machen möchtest, dann wird das sicherlich nicht gehen bei Pizza. Aber wenn du vielleicht ein U-Boot machen möchtest, dann geht das vielleicht doch. Das ist sicherlich eine Thematik, die gar nicht so einfach zu verstehen ist, wo du dich aber reinfuchsen solltest, ne? Weil wenn du erstmal den Namen genommen hast, wenn du erstmal die Brand aufgebaut hast, wenn du erstmal die Designs und die fertigen Produkte hast, wo der Brandname draufsteht, wenn die Webseite erstmal steht und die Models Fotos damit gemacht haben, dann das alles wieder zurückzunehmen, das wird nicht funktionieren. Du musst dann wieder bei Null starten plus Strafe zahlen. Sobald du jetzt gecheckt hast, ob der Markenname verfügbar ist, ob jemand anders den benutzt und wenn nicht, gehst du auf Domain-Checker und guckst, ob die Domain mit .de und .com noch verfügbar ist. Und wenn nicht, dann checkst du die Webseiten, ob da ein aktives Business drauf ist oder ob sie zum Verkauf stehen. Und wenn ja, wie teuer sind die? Wenn es nicht möglich ist, die .de und .com-Domain zu bekommen, dann vergiss den Namen und überleg dir einen anderen Namen. Und komm nicht auf die Idee, -Klo oder was auch immer dran zu hängen, weil die Leute werden das nicht eingeben, wenn sie danach suchen und dann auf die falsche Webseite kommen. Das willst du vermeiden. Dann brauchst du noch ein passendes Logo, was auch simpel und einprägsam ist, und dann musst du dir noch eine Farbe aussuchen, die mit deiner Brand in Verbindung steht, wie bei Telekom, dieses Magenta oder bei Tiffany, dieses Türkis. Diese Farbe gibt in einer gewissen Art und Weise auch die Richtung dann der Brand vor. Nummer 4. Produkte für die erste Kollektion. Für die erste Kollektion solltest du dir nicht zu viele Produkte überlegen, denn mehr Produkte bedeutet auch mehr Größen, was dann auch mehr Kosten bedeutet. Und ich denke, vor allem am Anfang spielt Geld eine große Rolle. Das heißt, du möchtest so wenig Geld wie möglich ausgeben. Das bedeutet, du überlegst dir vielleicht ein paar Shirts, ein, zwei Shirts, vielleicht einen Tanktop, vielleicht eine Jogger und das war's dann auch. Mach die Kollektion am Anfang nicht zu groß, weil sonst explodieren die Kosten sehr schnell. Und du hast das große Risiko, dass wenn du es nicht verkaufst, dass du dann auf einer Menge Klamotten sitzen bleibst. Und das möchtest du reduzieren. Nummer 5. Designs und Schnitte. Jetzt, wo du dir die Pieces überlegt hast, brauchst du natürlich auch noch die Designs und die Schnitte der Klamotten, was keine einfache Aufgabe ist. Das alleine kostet Wochen bis Monate, wenn du es vernünftig machen möchtest und wirklich lernen möchtest, wie man mit Klo 3D, einer Software für Design, für Klamotten, überhaupt umgeht, wie man die Schnitte überhaupt setzt, worauf es dabei ankommt und wie die Designs auszusehen haben, dass sie auch tatsächlich Sinn ergeben und nicht nur auf den ersten Blick cool aussehen. Bis du die perfekten Illustrationen hast, die perfekten Schnitte, vergehen Wochen, wenn nicht sogar Monate. Das alleine ist ein ganzes Business. Wenn du dich damit selbstständig machen würdest, dann würde ich sagen, hey, das ist eine gute Business-Idee. Das brauchen viele Leute und viele Leute haben nicht die Zeit oder die Lust oder das Können, das selber zu machen und werden dich dafür beauftragen. Das alleine ist ein Vollzeitjob. Aber in deinem Prozess, weil du ja Brand-Owner werden möchtest, ist das nur ein Schritt von vielen. Nummer 6, die Tech-Packs. Um jetzt überhaupt darüber nachdenken zu können, die ersten Muster deiner Produkte, die du jetzt fertig designt hast, zu bestellen, brauchst du auch noch Tech-Packs, damit die Produktion ganz genau weiß, wo welcher Schnitt gesetzt werden muss, wo welche Naht oder Doppelnaht oder Dreifachnaht angesetzt werden muss, welche Zipper du haben möchtest, welche Designs auf der Vorder- und Rückseite sind, wie die Taschen geschnitten werden müssen und so weiter und so fort. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du holst dir einen Experten, weil das an sich auch schon wieder nur ein Business ist, ne? Der das für dich übernimmt, was den Vorteil hat, dass du natürlich enorm viel Zeit sparst, aber den Nachteil hat, dass das natürlich auch Geld kostet. Und
den weiteren Nachteil hat, dass du in Zukunft immer von dieser Person oder von anderen Personen, die das eben machen, abhängig bist und das nie selbst übernehmen kannst. Das bedeutet dann, für zukünftige Drops hast du immer wieder diese Kosten. Und wenn die dann merken, dass deine Brand immer größer wird, werden die auch immer mehr Geld dafür nehmen. Oder Nummer 2, du lernst es selber, fuchst dich in die Thematik rein. Das bedeutet dann allerdings, dass du enorm viel Zeit aufwenden musst und dass du sehr wahrscheinlich auch Fehler machen wirst und das nicht nur einmal. Nö. Was? Das bedeutet, du musst öfter Muster bestellen, bis es dann tatsächlich soweit ist, dass du die fertigen Produkte so hast, wie du sie dir vorstellst. Und das bedeutet, dass du sehr viel Zeit in der Zwischenzeit verlierst, weil die Muster werden nicht von Montag bis Freitag gemacht und sind dann am Samstag bei dir. Das dauert immer wieder Wochen. Und dann musst du es dir angucken und dann stellst du fest, ah, das ist aber nicht so, wie ich es haben wollte. Dann schickst du das wieder dahin. Das dauert enorm lange. Alles in allem nicht der spaßigste Teil, aber bei dir nur ein kleiner Schritt, weil du möchtest ja eine eigene Brand machen. Nummer 7, die Produktion finden. Eine Produktion zu finden, ohne jegliche Kontakte zu haben, die dir eine Empfehlung aussprechen, die bereits Klamotten dort bestellen oder zumindest jemanden kennen, der da Klamotten bestellt, ist enorm schwer. Viele Produktionen haben eine viel zu hohe Mindestabnahmemenge, die du mit einer kleinen Brand überhaupt gar nicht abdecken kannst. Andere haben nicht die Anpassungsmöglichkeiten, nicht die Detailtiefe, die du vielleicht haben möchtest. Vor allem nicht für so kleine Mengen, die du wahrscheinlich bestellen wirst. Und viele haben überhaupt keine gute Qualität und oder sind viel zu teuer. Vor allem für dich am Anfang. Das ist auf jeden Fall keine kleine Aufgabe, die richtige Produktion zu finden. Und da empfehle ich dir definitiv, in die Türkei zu fliegen, wo die besten Produktionen weltweit eben nun mal sind. Und dir die verschiedenen Produktionen persönlich anzusehen, mit den Leuten persönlich vor Ort zu sprechen, um da die richtige Auswahl zu treffen. Auch hier kannst du dir, denke ich, vorstellen, wird das ein bisschen dauern, bis du die richtige hast. Nummer 8. Die Muster bestellen. Sobald du die Produktion gefunden hast, die Tagpacks und die Schnitte und die Designs hast, musst du natürlich auch die Muster bestellen und so wie eben beschrieben, ist das in den allermeisten Fällen nicht mit einer E-Mail und mit einem Muster getan. Du musst es dir anschauen, du bist nicht zufrieden und möchtest nochmal kleine Änderungen, weil das in echt nochmal anders aussieht als in dem Tagpack, was du dir vorgestellt hast oder in den 3D-Renderings, die du vorher gemacht hast. Da möchtest du es nochmal ändern und das dauert auch wieder eine gewisse Zeit. Und kostet natürlich auch jedes Mal immer wieder Geld. Muster sind gar nicht mal so günstig, weil die das natürlich nicht in Menge machen, sondern dann immer nur einzelne. Nummer 9, der Online-Shop. In der Zwischenzeit, wo das alles schon mal läuft, kannst du parallel damit beginnen, deinen Shopify-Online-Store aufzubauen. Das wirkt zwar im Internet immer so, als könnte man das mit ein paar Klicks machen, kann man auch, wenn du aber wirklich einen Shop haben möchtest, der unique ist und der eine wirklich gute Conversion-Rate hat und wirklich funktioniert, ist das alles andere als mal eben schnell gemacht. Nimm aber nicht das Standard 0815 Shopify Design, weil ansonsten sieht dein Store aus wie alle anderen und Brand Identity ist mit das Wichtigste überhaupt, dass wenn die Leute auf deinen Online-Store gehen, dass sie direkt das Gefühl haben, okay, das ist einzigartig, das ist cool. Deswegen geh in die Shopify-Galerie und lad dir Demo-Themes runter, customize die ein bisschen, bis du das perfekte Theme für dich und deinen Store gefunden hast. Dann kannst du dir noch diese Shopify-App runterladen, die es ermöglicht, dein Theme weiter anzupassen und Dinge hinzuzufügen, die in deinem Theme normalerweise nicht verfügbar wären. Dann brauchst du noch weitere Plugins, wovon einige nicht kostenlos sind, wie den E-Mail-Newsletter für den Facebook-Pixel, Google Analytics, TikTok-Ads. Dann brauchst du Apps, um die Conversion-Rate auf deiner Produktseite zu erhöhen, Trust-Badges, Customer-Reviews und dann brauchst du natürlich noch die ganzen Rechtstexte, die du nicht einfach irgendwo online generieren kannst, denn du brauchst ja Custom-AGBs für die Rücksendung deiner Produkte beispielsweise. Nummer 10. Newsletter, WhatsApp-Gruppen, Facebook-Pixel und Google Analytics. Wenn du schon mal dabei bist, den Shopify-Store aufzubauen, dann richte auch gleich ein TikTok-Business-Profil ein, um in Zukunft Werbeanzeigen zu schalten. Das gleiche bei Facebook-Ad-Manager, ein Google Analytics-Profil. Dann plane, mit welchem Tool du in Zukunft E-Mail-Newsletter machen möchtest und erstelle eine WhatsApp-Gruppe, damit die Leute beitreten können, um News und Informationen zu neuen Drops schnell und auf dem Handy sofort zu bekommen. Also ich kann nur jedem empfehlen, das zu versuchen. Das ist kinderleicht. Nummer 11. Produkte finalisieren und den ersten Drop bestellen. Sobald die Muster jetzt passen und du die erste Bestellung abgeben möchtest, musst du natürlich einschätzen, wie viele du überhaupt von welchen Größen und welchen Produkten bestellen möchtest. Dafür guckst du einfach mal, wie viele Eintragungen hast du aktuell in dem E-Mail-Newsletter. Keine? Ja, das sieht nicht gut aus. Wie viele Leute sind in deiner WhatsApp-Gruppe? Keine? Wie viele Story-Views hast du?
300? 200? Das reicht nicht. Du brauchst mehr. Wie viele Follower auf Social Media hast du, die du erreichen kannst, wenn der Drop rauskommt? Hast du da keine, da musst du Gas geben. Und wie viele Creator kennst du persönlich, die dir helfen werden, kostenlos oder für wenig Geld Werbung am Anfang für deine Brand zu machen? Und wie viel Reichweite haben die? Kennst du keine, musst du weiter netzwerken. Anhand dieser ganzen Sachen kannst du dann einschätzen, okay, bestelle ich jetzt 100, 500 oder 1000 Pieces? Und nimm nicht zu viel Risiko auf, denn ansonsten bleibst du auf den Produkten sitzen und das ist überhaupt nicht gut für das Image der Brand und natürlich auch nicht für dich und dein Konto. Bestell aber auch nicht zu wenige, weil ansonsten ist das viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Geld. Nummer 12. Lager und der Versanddeal oder Fulfillment Center. Keiner, wirklich keiner, sollte selbst als Brand Owner ein Lager mieten, die Produkte am Anfang selbst verpacken, einen DHL-Deal abschließen und die Produkte selbst zu DHL bringen, damit die das für dich verschicken. Dann die Retouren entgegennehmen und prüfen, okay, wie ist die Qualität der Retoure, kann man die nochmal verkaufen, erstattet das? Das solltest du niemals machen. Denn ein Fulfillment Center macht das Gleiche viel einfacher, viel schneller und viel effizienter, als du das machst. Und du musst das Fulfillment Center nicht einmal bezahlen. Das machen deine Kunden, indem das Fulfillment Center von jeder Bestellung 3 oder 4 Euro nimmt und dann bei einer Retoure vielleicht nochmal 2 Euro. Aber dafür hast du viel mehr Zeit als Brand Owner, um dich auf das zu konzentrieren, was du am besten kannst. Und das sollte die Brand Identity, der Markenaufbau, Social Media und die Designs und Schnitte sein und nicht das Lager, weil ansonsten starte mit einem Fulfillment Center Business, aber nicht mit einer Modemarke. Du solltest nicht wie ein Minijobber bei Amazon Tag und Nacht in deinem Lager stehen und irgendwelche Produkte verpacken. Ich verstehe, dass das am Anfang cool ist für den Vibe und so weiter und so fort, aber sinnvoll ist es nicht. Aber es könnte sein, je nachdem, wie viele Produkte du hast, wie groß deine Bestellung beim Lieferanten war und wie viele Bestellungen du in deinem Online-Shop bekommst, dass kein Fulfillment Center dich am Anfang nimmt, weil die natürlich auch Mindestmengen haben. Wenn die nur 50 Euro im Monat an dir verdienen, weil du nur 10 Produkte verschickst, dann lohnt sich das für die nicht. Und dann musst du es leider selber machen. Dann hast du aber den Nachteil, dass du einen Mietvertrag am Bein hast, der 1, 2 oder 3 Jahre für ein Lager gilt, obwohl du in der Zwischenzeit vielleicht ein Fulfillment Center hast. Dann musst du es zusätzlich umsonst bezahlen. Nummer 13. Das Fotoshooting für die Webseite und für Social Media. Jetzt musst du nicht nur Models finden, sondern auch die Location finden und beides bezahlen. Wenn du das bezahlt hast, musst du das jetzt auch alles noch irgendwie planen, managen, damit die Leute am richtigen Ort gemeinsam da sind, dass du vielleicht noch die Autos hast oder ein Pferd oder was auch immer du für dein Fotoshooting brauchst. Du brauchst Lichter, du brauchst Kameras, vielleicht brauchst du sogar einen Kameramann, du brauchst Setups. Das sind alles keine Kleinigkeiten, die man mal ebenso macht, die man mal ebenso in einem Satz erwähnt. Da gehen vielleicht Wochen an Planung drauf, dann gehen da vielleicht hunderte oder tausende Euros an Geld drauf, je nachdem, ob du die Leute kennst, ob das Freunde sind oder ob das professionelle Models sind und wie krass deine Location ist und wie krass deine Planung ist. Und das ist alles nur ein winziger Teil von einer Modemarke. Und das musst du auch immer wieder machen für alle neuen Drops. Nummer 14, Content und Ad-Videos. Das Gleiche musst du jetzt aber nicht nur für Fotos machen, sondern eben auch für Videos zum Release deiner neuen Kollektion auf deinem eigenen Channel oder eben auch als Werbeanzeige, die du im Notfall schalten kannst, wenn der organische Traffic durch deine Stories, durch deine Beiträge, durch deine Fotos auf deinem Firmenaccount, auf deinem persönlichen Account nicht ausreicht. Und das muss ebenfalls geplant werden, da müssen ebenfalls Leute geholt werden, du brauchst ebenfalls wieder Lichter, Kameramänner und so weiter und so fort, wieder Kosten. Nummer 15. Retouren. Leider ist es heutzutage so, dass die Leute, wenn sie Online-Kleidung bestellen, nicht nur eine Größe bestellen, sondern gleich 2 oder 3. Und wenn sie mehrere Produkte bestellen, summiert sich das Ganze. Weil das sind alles Produkte, die wieder an dich zurückgeschickt werden. Und wer prüft dann diese ganzen Retouren? Ja, ein Fulfillment Center macht das. Das kostet dann 2 Euro pro Retoure. Wenn die Leute 2 Größen bestellen, dann sind das schon 4 Euro. Und dann nimmst du besser den Versand von deinen Kunden zusätzlich, dass sie es auf eigene Kosten zurückschicken, weil ansonsten musst du den Rückversand auch noch bezahlen
Oder du packst es alles selber aus, guckst dir jede einzelne Retoure selber an, bewertest dann die Qualität und verkaufst es erneut oder eben auch nicht und listest das als B-Ware. In jedem Fall ist das enorm viel Arbeit und wenn du es selber machst, würde ich dir einfach raten, alles entgegenzunehmen, einfach immer den vollen Betrag zurückzuerstatten, dann am Ende des Drops zu gucken, okay, wie viel ist übrig geblieben, was kann man davon noch verkaufen und dann einen B-Ware Secondhand-Drop zu machen. Nummer 16. Neue Kollektion. Sobald du jetzt all das gemacht hast und sollte das alles geklappt haben, bleiben dir nur zwei Wege. Entweder du bestellst die Produkte nach, damit die Leute erneut die gleiche Kollektion nochmal kaufen können. Nein. Was den riesen Nachteil hat, dass die Leute, die als erstes gekauft haben, sich leicht verarscht fühlen. Ja, ja. Weil deren Exklusivität, deren Pseudo-Exklusivität, die sie bei dir hatten, dann nicht mehr gegeben ist und auf einmal jeder mit den T-Shirts rumlaufen kann und die das nächste Mal, wenn du einen Drop raushaust, sicherlich nicht gleich am Anfang bestellen, weil die wissen, okay, der haut das ja eh noch 2, 3, 5, 10 Mal wieder raus. Oder du bringst eine neue Kollektion raus, was dann bedeutet, dass die ganze Arbeit, die du im Voraus gemacht hast, nur für diesen einen Drop war und du jetzt praktisch fast alles, bis jetzt auf die Produktion suchen und so weiter und den Online-Shop machen, ne, wieder von neu machen musst. Eine eigene Modemarke zu haben, ist cool, macht Spaß und ist sicherlich der Traum vieler da draußen. Und das bei jeder Kollektion immer und immer wieder. Ganzen Arbeit baust du also im Endeffekt nur das Branding der Marke aus. Nur das Branding. Alles andere startet ja praktisch immer wieder von null. Wenn du jetzt aber ein anderes Business hast, zum Beispiel eine Social Media Agentur, so wie ich das habe, dann hast du deine Kunden, die sind zufrieden, beauftragen dich erneut. Das Equipment, was du in der Zwischenzeit gekauft hast, die Mitarbeiter, die du in der Zwischenzeit eingestellt hast, das Büro, was du in der Zwischenzeit gemietet hast, die ganzen Konzepte, die du in der Zwischenzeit geplant hast, die kannst du immer, immer wieder verwenden und so wird es immer einfacher, immer mehr Geld zu verdienen. Aber mit einer Modemarke startest du immer wieder praktisch, mehr oder weniger, von null. Klar, du hast die Reputation, klar, die Leute feiern die Marke, wenn du es gut machst, aber es ist trotzdem jede Kollektion immer wieder ein erneutes großes Risiko, weil nicht garantiert ist, dass die Leute das jetzt auch feiern werden. Jetzt gibt es aber noch ein paar Themen, die ich nicht erwähnt habe, weil die das Video sprengen würden, die ich aber noch mal kurz anreißen möchte. Internationales Steuerrecht. Wer zahlt wann, für was, wie viel, wo, welche Steuern? Und wie optimiere ich die Steuern so, dass ich möglichst wenig zahle? Nummer 2, Qualitätsmanagement. Wie garantierst du, dass deine Kunden immer die gleiche gute Qualität bekommen? Nur Muster zu bestellen, bevor du die Produktion in Auftrag gibst, reicht nicht aus. Und ist die Qualität nicht gut, geht es mit deiner Marke schneller bergab, als du gucken kannst. Was machst du, wenn eine Bestellung beschädigt ist, wenn der Versand verloren geht, wenn der Zoll das einkassiert hat, wenn es versehentlich an die falsche Adresse geschickt wird, wenn es versehentlich zu einem Unfall kommt? Wie gehst du mit Kopien von anderen Brands um, die dich 1:1 kopieren und nachmachen? Was tust du dagegen? Oder wie schützt du dich dagegen, dass andere Brands dich nicht verklagen dafür, dass du deren Design geklaut hast, obwohl du es nicht einmal wusstest? Alles Themen, über die man sich keine Gedanken macht, wenn man auf die Idee kommt, ich möchte eine eigene Modemarke starten. Der Grund, warum ich das jetzt alles mal so runtergebrochen habe, ist, um dir zu zeigen, wie viel Zeit in der Zwischenzeit ins Land geht, wie viel Geld du investieren musst, um überhaupt die Produkte rausbringen zu können, wo du bis dahin noch keinen einzigen Euro Umsatz gemacht hast, geschweige Gewinn. Jetzt hast du viele, viele Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr da rein investiert, dir die Brand zu überlegen, das Logo, die Schnitte, die Designs, welche Pieces, wie man die Videos dreht, die Models zu suchen, die Fotos zu machen, die Webseite zu machen, alles zu optimieren, nur um dann festzustellen, dass die Leute die Designs nicht feiern, die Schnitte nicht feiern, dich in den Videos nicht feiern, die Brand nicht feiern, dass es zu teuer ist, was du bestellt hast. Und dann bleibst du auf einer Menge an Stock sitzen, den du nie wieder oder nur sehr langsam über Jahre irgendwie wieder los wirst. Und dann wahrscheinlich auch mit Verlust. Eine Modemarke funktioniert nur, wenn der Hype einmal da ist, die Produkte schnell ausverkauft werden und die Leute das Gefühl haben, dass sie jetzt früh bei einer Bewegung, bei einem Movement dabei sind, wenn sie deine Klamotten tragen. Wenn das nicht von Anfang an direkt gegeben ist, dann ist es ein sinkendes Schiff. Und ja, du hast in der Zwischenzeit, auch wenn das nicht funktioniert, eine Menge Erfahrung gewonnen, eine Menge Sachen gelernt, aber doch ist es wahrscheinlich besser, in der Zwischenzeit eine Menge Geld zu verdienen, oder nicht? Wenn du aber mit Mode trotzdem durchstarten möchtest, dann würde ich dir, anstatt direkt mit einer Brand zu starten, erst einmal raten, einen Social Media, TikTok-Channel, YouTube-Short-Channel, Instagram-Reels-Channel aufzubauen,
wo du jeden Tag ein Video postest, wie du andere Schnitte bewertest, andere Designs, andere Brands bewertest, wie du Trends bewertest, die du gut findest, die du schlecht findest, wie du zeigst, wie du deine ersten eigenen Designs machst, deine ersten eigenen Schnitte, wie du in verschiedene Länder reist und dir verschiedene Produktionen anguckst und so weiter und so fort, ohne eine eigene Brand zu haben, und baust dadurch einfach eine Community auf an Leuten, die auch an Mode, Designs und Schnitten interessiert sind. Mit dieser bestehenden Reichweite würde ich dann zu anderen aufstrebenden Brands hingehen, wo ich Potenzial sehen würde, und würde die in dem Bereich Designs und Schnitte, Kreativität unterstützen. Dadurch verdiene ich nicht nur Geld für meine Arbeit oder kriege Anteile an den Drops, sondern ich lerne, und das ist der springende Punkt, aus den Fehlern von anderen Brands, ohne die selber zu machen, ohne das eigene finanzielle Risiko zu tragen und die eigene Zeit da rein zu investieren. Da sehe ich, okay, der hat das und das gemacht, oh, das würde ich aber nicht machen, das hat überhaupt nicht gut geklappt. Oder der hat das und das gemacht und das war mega Hit, das werde ich bei meiner eigenen Brand in Zukunft auch machen. Und so unterstütze ich verschiedene Brands, guckst dir hier was ab, guckst dir da was ab, lernst die verschiedenen Prozesse und lernst vor allem auch, ob deine Designs, deine Schnitte, deine Kreativität, die du dort mit einfließen lässt, überhaupt Potenzial hat und die Leute von deren Brands das, was du machst, überhaupt feiern. Und wenn nicht, dann arbeitest du an dir und deiner Arbeit. So lernst du nicht nur extrem schnell, sondern baust auch viel mehr Startkapital auf, was es dann später einfacher macht, eine eigene Brand zu gründen. Und dazu kommt noch, dass du eine Menge Kontakte hast, die dir dann helfen werden. Wenn du jetzt aber sagst, ich wollte eigentlich eine Modemarke starten, weil ich schnell Geld verdienen möchte, dann muss ich dich leider enttäuschen. Wenn du sagst, ich möchte nächsten Monat 3000 Euro verdienen, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber dann solltest du dir dafür nicht zu fein sein, dir die Hände schmutzig zu machen. Guck dir das Video an, da habe ich erklärt, wie du mit einem Hochdruckreiniger-Business ganz einfach nächsten Monat schon 3000 Euro verdienen kannst. Klicke hier.